Komische Mädel, befrei dich. Da müsste auch irgendwo so ein Sicherungshaken sein. Nette Hunde. Nette Hundi. Was soll das denn? Geh weg. Nette Hundis. Bin ich hier, um euch zu töten. Bin hier, um euch zu beherrschen. Denn ich bin ein Mensch. Und Menschen machen sowas. Hallo. Na, ich trau der Stille nicht. Hier drüben! Reyes! Daran hier! Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, mit Reyes. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ra? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Wo sind die denn hin? Du bist okay. Warum aufteilen? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Das ist aber eine Scheißlage, echt. Von einer Scheißlage ja, in die nächste Scheißlage. Am besten bleibst du hier. Ich seh mich mal um. Okay. Warum? Bleib doch hier. In Gruppen bleiben. Nicht alleine gehen. Leute, nicht ihr so seid schlimm. Echt doof. Stoßen Sie zu Whitman. Sie brauchen Feuer, um dieses Objekt in Brand zu setzen. Ja, hier ist doch Feuer. Hier ist doch... Da, Feuer. Ich kann kein Feuer vom Lagerfeuer nehmen. Nein, ich muss es von so einer Feuerschale. Brenne, ich bin Lara. Herrscherin des Feuers. Sammeln Sie Bergungsgut, um Basislager der Waffen an. Und um in Basislager Waffen-Upgrades durchzuführen. Das ist sehr interessant. Wo fange ich an? Ja, das ist eine gute Frage. Okay. Da ist nämlich nicht verfügbar. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance. Gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Ja. Schreibt ein Tagebuch. Das ist eine gute Idee. Guck mal, noch ein Tagebuch. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Interessant. Aber ich weiß nicht, wie uns das weiterhelfen soll. Ach. Oh, guck mal, eine Kiste. Warum müssen die Leute sich immer trennen? Komm, mach auf. Axt ist nicht stabil genug. Zum Öffnen ist eine stabilere Axt erforderlich. Ja, großartig. Hier oben, ich hab was gefunden. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da
Nehmen wir das Feuer mit. Ich glaube, wir haben Angst vor Feuer. Was ist denn das da vorne? Ach du Scheiße, da kommen sie ja schon wieder. Ich habe gedacht, sie hätten Angst vor Feuer. Geh weg. Nicht dumm. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Nimm dir mal das Fleisch mit und die Pfeil. Kunststücke machen, nicht gut. So, brennt das da? Ich habe gedacht, da wären Kräuter, die man einsammeln kann oder sowas. Ein Tempel. Und Pfeile. Aber wir sind voll. Das Tor. Ha. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Warum? Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Warum malen Inselbewohner eine Frau an die Wand? Und deine Axt. Zusammen! Wie scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Dann schauen Sie sich mal um, Doktor. Ich frage mich nur, warum die Inselbewohner, wenn es Überlebende sind von irgendwelchen Schiffsunglücken oder Flugzeugunglücken, also Balu der Bär und sowas, wieso malen die dann solche Dinge? Ein Anbeter der Sonne? Auf dieser Insel geht etwas überaus Interessantes vor, Lara. Ich weiß nicht, ob interessant das richtige Wort ist. Wie deuten Sie die Symbole? Sonnenpiktogramme, primitive Strichmännchen, schwer zu sagen. Das könnte ein Zeichen kultischer Verehrung sein. Oder genauso gut nur eine Art Kulturgraffiti. Das haben sie ganz alleine rausgefunden. Ich werde das genauer untersuchen. Du solltest versuchen, die Axt zu reparieren, damit wir das Tor öffnen können. Was heißt denn hier reparieren? Ich brauche eine stärkere. Aber haben wir jetzt genug Bergungsgut? Nee. Wir brauchen noch mehr Bergungsgut. Ich sollte eine Fackel mitnehmen. Nur für den Fall, dass wir so komische Säcke finden. Außerdem sind Fackeln cool. Es stürmt die ganze Zeit. Können wir nicht bis morgen warten? Nee, können wir nicht. Wir müssen ja Roth und Sam suchen. Ah. Ey, ich bin so doof. Die haben tatsächlich Angst vor Feuer. Komm hinterher. Schlaue Wiese. Legt euch nicht mit uns an. Heile wieder. Ich brauche meine Fackel wieder. Wir haben tatsächlich Angst vor der Fackel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Mhm. Noch zwei Kisten ungefähr. Noch eine? Nur noch ein bisschen mehr. Etwas mich hier gerade stört, die Empfindlichkeit der Kamera, die stört mich. Muss ich ändern, tut mir leid. Zielempfindlichkeit. Stellen wir es mal auf 7. Schon besser. Ich spiele übrigens auch schwer, falls ich wer fragt, welchen Schwierigkeitsgrad ich genommen habe. Ich habe schwer genommen. So gehört sich das ja auch. Wenn man ja keine Herausforderung hat. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Ist ja niedlich.
grinst sie. Jetzt nicht. Jetzt ist sie gruselig. Und jetzt ist sie irgendwie traurig. Kopfbewegung. Da ist noch eine Leiche, die hat allerdings nichts dabei. Und hier ist noch das letzte Bergstück. So, das müsste reichen. Verbessern Sie Waffen im Lager. Kann ich hier irgendwie sprinten? Nee, ne? Hey, Lara. Müssen wir die Fackel richtig arbeiten? Finden Sie ein Lager und führen Sie ein Upgrade der Arts durch. Na gut, ein Lager haben wir ja da oben gefunden bei dem komischen Tour. Habe ich hier auch ja nichts übersehen? Ah, Wölfe. Ich hab ne Axt. Ne Fackel. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab ne Fackel. Ich hab ne Fackel. Geh weg. Los. Trau dich nicht zu mir. Ich hab irgendwelche Kräuter mitgenommen. Hast du es nicht mitgekriegt? Ich hab ne Fackel. Ah, fuck. Na. Oh, verdammt. Nein, 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 komm, 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 komm. Oh Gott. Ihr seid nervige Dinger, hab ich das schon mal gesagt? Hier nochmal Bergungsgut. Wie es tatsächlich Open World und ein Survival-Aspekt, das ist ja grauenvoll. Ich hab gedacht, das wäre einfach nur so ein geiles Action-Spiel. Oh Mann. Weil ich doch gesagt habe, ich will kleinere noch Projekte machen. Ja, jetzt bräuchte ich natürlich eine Fackel. Eine Frau. Ich tippe jetzt mal auf diese komische Göttin. Königin. Wenn das Yamatai ist, die Insel, dann ist das naheliegend. Ich habe nur leider den Namen vergessen. Wop. Aha. Voll die Abenteuerin und so. Ich habe mal 5 Minuten auf einer Insel gestrandet. Schon ist es super. Nicht schon wieder, ihr blöden Dinger. Du hast einen Pfeil im Kopf stecken. Verpiss dich. Wir dürfen nicht zu lange spannen. Das sagt mir auch keiner. Gib mir meine Pfeile wieder. Ich brauche eine Nahkampfwaffe. Ich will nicht dieser Insel ausgesetzt sein. Ich will nicht ständig von der Insel angegriffen werden. Moment mal, war da was denn? Hier ist nur... Nur ein Baum, nur Blüten von einem Baum. Okay. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Okay. Dann verbessern wir unsere Axt. Verstärkt die Stemmaxt, sodass sie durch Bedienen von Kurbeln tauglich ist. Na gut. Perfekt. Mehr kann ich nicht machen. Oder? Ich habe noch 50 Bergungsgut. Kann ich irgendwas anderes machen? Vielleicht den Bogen? Das kostet 250 und 50. Oh Gott, 252. Das habe ich schon gemacht. Kann ich hier eventuell Outfits? Standard-Outfit, Jäger-Outfit, Boten-Outfit, Gorilla-Outfit, Bergsteigerin, Ingenieurin, Meisterschützin. Ich lasse mal das Standardding. Plus ein Fähigkeitsgrund. Finden Sie ein Lager. Öffnen Sie das große Tor. Alles klar? Soll es losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg Moment los. Mal. Ich will jetzt mal wissen, was passiert, wenn ich hier drücke. Absolut gar nichts. Was passiert, wenn ich hier drücke? Auch absolut gar nichts. Ach, wenn ich gedrückt halte, öffnet sich eine Karte. Ja, das Spiel ist definitiv Open World, verdammt.
Kacke. Das ist eine Reliquie. Das ist eine Reliquie. Kann ich das irgendwie, kann ich das irgendwie markieren? Nee, ne? Dokument, Reliquie, die habe ich da alle schon geöffnet, die geholt. Das Spiel ist tatsächlich Open World und hat eine verdammt große Welt, oder noch? Ach du Scheiße. Da habe ich mich auf was eingelassen. Na gut. Wollen wir mal diese ominöse Tür öffnen? Das ist wieder eine perfekte Idee. Und sie schließt sich hinter uns. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Ausruhen geht nicht, Lara. Weiter. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Dein Vater war sicherlich ein weiser Mann. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Das stimmt allerdings. Und wir überleben nicht, wenn wir komische Türen öffnen und da durchgehen. Wir überleben, indem wir beim Lager bleiben. Unglaublich! Es ist Himiko! Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Ja, großartig. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, Ernsthaft? Dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie Versteht? Da? Nein! Ich kläre das! Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Seid ihr bescheuert? Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Na toll. Daim ne pistolet. Иди. Пошла. Das ist ja ein toller Plan gewesen von dem Kerl. Tiefe! Laura! Kannst du was buchen, Machi? Tut ihm nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Du bist sehr ekelhaft. Lass sie gehen! Los, lass! Lauf! Nein! Окружите! Окружите! Только попробуй рыбнуться. Ja, toll. Machete! Bleib hier wahrscheinlich. Teufel werde ich tun. Gehen Sie hinter hüfthohen Objekten in Deckung. Oh, ich habe wieder eine hüfthohe Mauer, das ist schön. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Tolles Haar hat sie. Will ich mal merken. Das ist ja grauenvoll hier. Alles auf dieser Insel versucht uns zu töten. Oder... Auch schlimmer. Oh Gott. Dreh dich gar nicht hin. Ah! Da ist ja noch einer. Diese Gruppe hat's echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Schade, wir könnten neue Rekruten brauchen. Neue Rekruten. Gehen. Ja, okay. My chest high wall. Was siehst du? Nichts. Und leg den Rest um. Wie viele waren denn auf dem Schiff? Ist ja unglaublich. Думаешь, спрячешься, кукла? Na toll. Geh weg, geh weg, geh weg. А
от меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Das ist ja großartig. Oh, es ist ja schon wieder so ekelhaft. Verpiss dich! Das ist nicht nett, aber begründet. Gib mir die Waffe. So, die. Ich wollte ihm die Eier schießen. Das, was er verdient hätte. Jetzt auf mit dem Kack. Mit die. Nein! Gut, das sind nicht die Eier, aber wahrscheinlich macht das keinen Unterschied bei ihm. Schmerde, du musst hier weg. Nimm deinen Bogen, nimm deinen Köcher und verschwinde.